So, willkommen bei JF Kandidat, einer neuen Folge von LS22 auf der wunderbaren Niedersachsenkarte. So, wir spielen ja hier ein Multiplayer und mal gucken, was sich hier so alles getan hat. Jojo. Ja, also gestern. Ah, das flutscht ja. Da laufe ich aber hier so schnell und geschwind. Gestern habe ich hier so allerhand schon mal Wiese gemäht. So, was gibt es denn im Sonderangebot? Immer noch das Gleiche. Was gibt es denn an Aufträgen? Immer weniger. Gucken. Eigenartig. So wenig Verträge. Düngen. Oh, 123. Düngen tue ich ja gerne, ne? Ja, Feld 50. Da ist so allerhand. Feld 50. Wo ist denn Feld 50? Unten rechts. So in die Mitte. 50. Da, 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 da. Ja. Theoretisch wäre hier so irgendwo 50, ne? Wie man sieht. Kaum zu finden. 53, 54, 50. Oh, nee, da habe ich keine Lust zu. Das habe ich schon mal gemacht. Das macht einfach keinen Spaß. Nee. Das können andere machen. 179. Machen wir 179. 179. Am Ende der Welt. Eigentlich was für Tobi. Wäre wunderbar für den, wenn er mal hier so vorbeischaut demnächst wieder. Gut, dann wollen wir das mal schnell vergessen, ne? Und gucken mal, wo meine Karre steht, ne? Meine Mähkarre. Da haben wir sie. Ins Fahrzeug einsteigen. Achtung, Achtung. Alle Maschinen an. Leitstrahl ausgerichtet und Energie. Jo. Hervorragend. Ist ja nicht mehr so viel, ne? Wichtig ist nur, dass das diesen Monat alles gemäht wird. Der Monat wechselt ja wieder morgen Abend. Mittwochabend. Und dann habe ich den Druck erstmal hinter mir. Ich denke mal, dass ich dann genügend Biomasse habe für den Winter. Denn wir haben ja schon Oktober. Und wer weiß, wann jetzt überhaupt noch so richtig voll das Gras wachsen wird. Ne? Tja, es könnte knapp werden. Also ich, Dezember, ja. Natürlich bekomme ich auch richtig gut Geld, wenn ich Silage verkaufe, also nicht unbedingt in meiner Biogasanlage verbrenne. Ich könnte mir aber auch mal irgendwann überlegen, eine größere dahin zu bauen. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit der kleinen da. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Ja, vielleicht ist es auch wirklich nur gut, dann den Überschuss zu verkaufen. Ja, so in 20 Minuten wird in den neuen Tag geschlafen. Da freue ich mich schon da wieder auf die Sonderangebote, die kommen. Ich habe ja gesagt, wenn mal so ein Trecker wieder so richtig günstig ist, werde ich auch einkaufen. Da, 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 da. Na, meine BGA ist ja noch voll, ne? Jo, alles klar. Kann man nachher gut schlafen gehen.
selbst Zuckerrübenschnitzel kann man da reinschmeißen. Oha. Lalalala. Ja, gestern habe ich im Fernsehen auf den Nachrichtensendern, da habe ich da so einen Bericht gesehen, war das gestern oder vorgestern, auch hier von diesem tollen Krone-Rasenmäher vom Strautmann, dem Ladewagen, und ich war so richtig fasziniert, diese Maschinen so in so einem Landwirtschaftsbericht zu sehen, über die Landwirtschaftsmaschinen. Also klasse, wie die arbeiten und wie schön die aussehen, wenn sie neu sind. Wieso? Tja, so stellt man sich die Raumschiffe vor, ne? Ich frage mich nur, wo die Entwicklung hingeht. Ein anderer Bericht zeigte mal, dass vermutlich in Zukunft viele kleine Roboter wohl alles erledigen werden, die dann so richtig zielgerecht sogar Unkraut rupfen und so, sodass man so gut wie gar nicht mehr mit Pestiziden und Bioziden arbeiten muss. Ja, das wäre ja was. Dann war ja auch gestern in den Nachrichten so ein Bericht über so einen Wettersatellit und so einen neuen, der auch Wassergehalt des Bodens messen kann, aus dem All heraus, und dann den Bauern direkt sagen kann, wie es auf jedem Quadratmeter auf seinem Acker aussieht, wie viel Wasser dort fehlt. Und da kann man auch noch mit Algorithmen noch ganz andere Sachen rausrechnen. Zum Beispiel auch, je nachdem, wie die Wärmestrahlung und alles so ist, so wie die da arbeiten aus dem All, auch Rückschlüsse auf Nährstoffe und so weiter schließen, die noch im Acker sind. Und so könnten natürlich dann diese Informationen an die Landwirtschaftsmaschinen auch gesendet werden, beziehungsweise an den Bauern, aber auch an die Maschinen direkt, und die können dann zielgerecht düngen, Wasser geben, Unkraut rupfen und so weiter. Wo sind denn dann eigentlich wir Menschen noch? Braucht man uns dann noch? Naja. Naja, da wird man jetzt glauben, jawohl, wir produzieren dann die ganzen Maschinen und reparieren die. Aber ich denke mal, in 20 Jahren werden die Computer und eher gesagt sogar die Roboter schon so fit sein, dass sie das auch für uns übernehmen können. Was machen wir denn dann? Hat da einer eine Idee? Kann man dann überhaupt noch draußen auf dem Land irgendwas auch anbauen? Ist die Welt da noch so gut genug intakt? Oder muss man das schon teilweise alles unter der Erde und in verschlossenen Hallen machen, so wie in Zukunft auf dem Mars und auf dem Mond? Tja. Also wenn der Mensch so weitermacht, da braucht er gar nicht zum Mars fliegen. Da hat er demnächst die Marslandschaft hier auf der Erde, ne? Ach, lass noch mal dieses Negativ reden. Es geht einfach immer irgendwie weiter. Und die Menschheit hat auch immer irgendwelche Auswege gefunden. Und so sehe ich das auch. Und jetzt haben wir erstmal die schönen Landwirtschaftsmaschinen, mit denen wir alle noch arbeiten müssen, die wir auch alle erstmal noch per Hand alle herstellen müssen. Mit maschineller Unterstützung. Ich kann noch schneller fahren, so.
So, hier mal ausrichten. Oh, das ist eine schöne lange Strecke. Jetzt müsste man hier so eine Zeitung drin haben, in der man so lesen könnte. Das wäre schön, ne? Oh, ich könnte ja meine Aufträge ein bisschen gucken. Ballen pressen, Ballen pressen. Sehen, Feld 85. Wo ist denn Feld 85? Oh Gott. Auch so eine Flickschusterei. Der hier so hin und her fahren und dann da oben immer kleiner werden. Das gleiche dann hier auch. Kann man alles machen. Ich weiß aber nicht, ob ich genug Zeit dafür habe. Bringt mir denn so die Silage? Silage. Die Silage haben wir hier. Preisänderungen anzeigen. So, und die bringt mir tatsächlich im Januar Feste, da brauche ich keine Angst haben, um die 190. Ja? So, 190. Wenn ich dann so mit dem 50.000er Wagen da hochfahre, da sind das fast 10.000 Ocken. 10.000. Mit einem einzigen Strautmann. Das heißt, ich mache hier so einen langen Strang. Einen langen, den ich jetzt gerade hier fahre, da gehe ich mal von aus, das ist ein Strautmann. So, das heißt, drei Stränge gemäht und dann da mal so reingefahren, Silage gemacht. Habe ich dann 10.000 Ocken, also ein, das sind dann 30.000 Ocken dann verdient. So, dann erstmal die hier noch. Jojo, jetzt ist er wieder so wie besoffen, ne? Ach Gott. Köttel da nicht rum. So, ordentlich machen hier. Ja, 30.000. Eine lange Bahn. Zwei. Hallo Johnny, guten Abend. Jo, bei mir ist alles klar. Ich hoffe, bei dir auch. Ja? Ich hoffe, du hast dich nicht tot gearbeitet. Hast noch Kraft für deine Freizeit. Das ist auch immer wichtig. Sollte man nicht unterschätzen. Naja, also nochmal sei gegrüßt, Johnny. Vielen Dank für die Grüße. Ausgetrudelt. Das sind einfach schon zu kurze Strecken. Also das sollte ich jetzt wohl besser per Hand mal hier fahren. So, eins, zack. Ja, so in 10 Minuten werden wir in den neuen Tag hineinschlafen. So, jetzt da oben diesen schönen langen Strang. Jo, sagt Johnny. Jo, jo. Geht super, aber die Arbeit auf dem Feld ist noch nicht zu Ende und muss den Rest noch pflücken. Also. Ja, dann hau mal rein, ne? Viel Glück dabei.
Ja, du siehst ja, ich habe auch unglaublich viel Arbeit hier. Wiese, Wiese, Wiese. So, die Silage, die hatten wir ja geguckt. Ne, Gras bringt ja so gut wie nichts. Da ist das schon ein guter Preis. Wenn man mal überlegt, wenn jetzt zum Beispiel der Bulli, der mir ja Gras verkaufen will, jetzt verkaufen wollte, da wird er vielleicht ja, 45 kriegen. Ja, was ist denn das für ein Preis? Und bei mir kriegt der praktisch vom Januar das Doppelte, ne, vom Höchstpreis, dann 100 Euro. Ja, und dafür muss ich ja dann auch hinterher die weitere Arbeit erledigen, mit der Silage machen. Und dann alles dann zum Verkauf fahren oder in die BGA. Also das haut schon hin, wenn ich dem da 100 Euro gebe. Das ist schon, denke ich mal, so ein gerechter Preis. Na, wenn jetzt natürlich noch keiner hier auf die Karte gekommen ist zur Zeit, dann werde ich dann erst schlafen, wenn ich hier die Bahn hier zu Ende gezogen habe. Diese Bahnen hier, das sind ja nicht mehr viele. Bei nächsten Wänden werde ich mal schauen, was der Johnny wieder geschrieben hat. Aber ich will hier nicht den günstigsten Zeitpunkt verpassen, sonst lande ich noch im Wasser. Lalalala. So. Perfekt. Ja, Johnny schreibt, ja, es kommt noch dazu, irgendwann ist auch die Luft kurz raus und ja, man möchte ja dann noch was anderes spielen. Da hast du recht, Johnny. Ich denke ja auch schon wieder in so eine Richtung. Aber ich denke mir, ich werde auf jeden Fall mal immer so eine Stunde bis anderthalb Stunden jeden Tag hier so ein bisschen was machen. Vielleicht treffe ich ja auch mal eine Seele mit einem grünen Daumen, die da auch Lust zu hat oder seine Tiere versorgen muss. Was haben wir sonst noch? Johnny schreibt, aber ich denke. Dass er wohl erst so am späten Abend wohl zustößt auf diese Karte. Ne, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man da gerade von Arbeit kommt, da muss man sich erstmal erholen, da ist man K.O. Es soll ja auch kein Stress werden. Darum haben wir ja auch wirklich diese 3, 3,5 Tage Echtzeit für einen Monat hier in dem Spiel anberaumt. Damit man auch sogar mal 2 Tage sagen kann, nee, boah, nee, ich habe jetzt keinen Bock, ne? Kann einfach nicht, ich bin K.O. oder will was anderes machen. Ja, dafür ist das ja auch gedacht. Es soll ja kein Zwang sein. Ja, Johnny, und ich denke sogar tatsächlich daran, Workers and Resources demnächst zu starten. Sowjetrepublik nennt sich das. Sowjet heißt übersetzt und kommt so mehr aus dem Jahre 1850 Rat, Räte. Ne? So, das nennt sich dann Räterepublik. Ne? Sowjetrepublik. Also man muss das nicht immer sofort gleichsetzen mit irgendwelchen anderen gebräuchlichen Formen aus späteren Zeiten. Es ist einfach nur so Räterepublik, die man dann selber spielt und wo man dann auch herrliche Möglichkeiten hat, zu walten und zu schalten. Da ist sogar auch ein bisschen so mit Ackerbau dabei, auch mit Viehzucht. Da muss man die Landwirtschaftsmaschinen kaufen und dann losschicken. Allerdings fährt man die dann nicht selber. Man kann sich da zwar reinsetzen und dann mal so ein bisschen mit der Kamera da so mitfahren. Ja, es ist aber mehr so ein Strategiespiel von oben.
Und was willst du denn jetzt mal wieder spielen für ein anderes Spiel? Häufig spielen ja die Leute, die Farm Simulator gerne haben, auch Euro Truck oder American Truck, ne? Also ich kenne da viele, die diese Kombination gerne spielen. Was ist denn das für eine Aussicht? Hä? Sieht eher aus von hinten die Straße? Hä? Kiesweg? Das passt aber irgendwie nicht, das Bild, ne? Für hinten da irgendwo. Doch alles grün. Kiesweg. Ist also die Rückwärtskamera. So, ich glaube, Achtung, Achtung. Landwirtschaftsraumschiff bitte drehen, wenden. Und Schuss. Na, hat sich was geändert? Nein. Der Sozius. Hat er keinen Beisitz hier? Doch nett. Zum Ausklappen sieht das so aus. Da rechts daneben, ja, ist ein Sozius. Kleine Sitzfläche. Ah, da ist ein Loch drin. Wofür ist das denn? Für meine Thermoskanne? Mit Kaffee? Schön Kaffee schwarz, damit man nicht einschläft hier. Oh ja, Stereoanlage, ne? So voll. AC/DC, Hell's Bells. Direkt mit Glocken, damit man nicht einschläft und wieder wach wird. Jo, der Johnny meint, ich spiele ATS und ETS. The Crew 2, RDR2, Red Dead Redemption 2. Oh, das habe ich auch viel gespielt. Johnny. Ja, kein schlechtes Spiel, gefällt mir. Tramsim, Terrier, Gasstation Simulator und vieles mehr. Und ein wenig Bausimulator 2015 und mal Fernbussimulator kommt drauf, worauf ich so Bock habe. Jo, da hast du recht, hört sich gut an. Interessante Sachen. Ja, es gibt leider so viele Spiele, dass sich deshalb unser Spielgeschmack, ich sag mal, der ist nicht so unterschiedlich. Aber es gibt eben so viele Spiele, so dass man dann doch sich dann auf einzelne dann mehr konzentriert, weil man damit einfach mal angefangen hat. Toll. Also Red Dead Redemption hatte ich mal auf so einem Roleplay Server gespielt. Hat schon Spaß gemacht. Was aber mein Problem war, ist, es war den ganzen Tag so gut wie keine On. Die sind alle immer erst abends gekommen, wo ich müde war, weil die ja dann von der Arbeit kommen. Und dann eben noch so ab 8 Uhr oder eher gesagt meistens 9 dann Zeit haben zu spielen. Ja, und da will ich dann Fernsehen gucken und schlafen.
Jo, das sind noch mindestens zwei Touren, wenn nicht noch eine dritte dabei. Das wird dann wohl so viertel nach. Aber Tram-Simulator, ja. Aber Terraria habe ich noch nie so gehört. Das hört sich auch nach so einem Science-Fiction-Spiel an. Terra kommt ja aus dem Lateinischen, steht ja für Erde. Das hört sich an so wie irgendwas kultivieren, eventuell. Johnny, ja, bin gerade an der Story dran, die erstmal durchzuspielen. Ach so, bei Red Dead Redemption 2. Da habe ich nur den Anfang gespielt, weil ich bin ja direkt auf den Roleplay-Server dann, ne? Weil ich habe auch lange Zeit mal, wie nannte sich das, GTA 5 gespielt. War auch klasse. Nur dann habe ich dann auch irgendwann Bunker gehabt, das teuerste Geschäftshaus und, und. Und dann war erstmal so die Luft raus und dann haben sie ja wieder gepatcht, sodass man dann auch weitere Inhalte sich holen kann. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, nee, das wiederholt sich eigentlich nur noch. Und das ist ja auch sehr PvP-lastig, auch mit Cheaten, wo also Leute mit Cheatcodes und so das Spiel richtig stören. Wo ich da Rennen gefahren bin auf der Bahn, ne? Da gibt es ja diese tollen Rennen, Nesca oder so war das, glaube ich. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und wenn dann Leute da mitgefahren sind, ne? Da gab es welche, die haben Bestrundenzeit gehabt und sind von Station zu Station gehüpft. Und hatten dann Bestzeiten von irgendwie 2 Sekunden und so ein Quatsch. Wo du sonst eigentlich 3 Minuten für brauchst. Also das kannst du ja gar nicht fahren. Da sind die so rumgehüpft und das macht dann einfach keinen Spaß mehr, wenn da das Spiel durch solche Störenfriede zerstört wird. Ne? Ja, GTA 5, schreibt Johnny, da bin ich auch schon raus, weil es mir keinen Bock mehr macht. Und Terraria kannst du ja ein paar schöne Videos mal anschauen. Vielleicht gefällt es dir ja. Okay, kann ich mal schauen. Ist das denn auch ein neueres Spiel oder schon älter? Weil ich hätte ja mehr Interesse, wenn an neuere Spiele, ne? Weil alte habe ich schon sehr viele gespielt. Konzentration, ey. Zack. Vergessen, den Motor einzuschalten? Nein. Aber ich schaue mir da wirklich mal ein paar Videos an, ja. Oh, ich habe meinen Videorekorder hier vergessen. Muss ich später machen. Für den Streifen fahre ich also garantiert hier nicht noch mal extra runter. Wobei ganz unten hier, Leute, guckt mal. Diese drei Felder hier, die können nämlich auch noch gemäht werden. Da kann ich den Streifen nachher mal so nebenbei mitnehmen. Johnny meint, ist schon älter, aber geht immer noch. Aber man muss sich sehr mit bestimmten Dingen beschäftigen, wie die Rezepte sind. Und ja. Also worauf ich mich schon wieder freue, ist auch so ein Highlight für mich mal gewesen, ist ja, wenn Kingdom Come Deliverance ein Teil 2 rausbringt. Ich habe ja alle DLCs davon und das war auch klasse, auch so mit Rezepten. Da musstest du Kräuter sammeln und konntest wirklich herrliche Zaubertränke und alles machen. Aber jetzt keine super Zaubertränke. Ja, es ist also jetzt nicht Hexerei, sondern die lehnen sich an die Realität an.
Und dann sind das so eher so übelste Drogen auch manchmal, die dich dann die unglaublichsten Dinge sehen lassen. So wie es eben im Mittelalter war, ne? So, der muss so und so zur Reparatur. Jojo. Die Brücke. Ja, normalerweise sollte man den erstmal waschen, bevor man zur Reparatur geht. Weil man kann ja kaum was sehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal selber am Auto oder sowas repariert habt. Und es ist schon übelst, wenn das alles so total verdreckt ist. So. Ah ja, tanken kann er auch direkt. Ah, so, da muss ich doch mal gucken, wie viel hat er denn hier auf der Karte gepflügt? Weiß er gar nicht. Pflügen. Du, ich weiß ja gar nicht, wo das Land von dir so alles ist. Das ist doch, glaube ich, 118, ne? Mit Bulli zusammen. Da bei 118, genau, mit Bulli. Das ist schon allerhand. Da hast du nur was vor. So, vollgetankt. Dann wollen wir mal was machen. Uns als Admin einloggen. Immer vorher einmal speichern, bevor ich schlafen gehe. So. Ja, ich weiß nicht, ob das alle schon mitgekriegt haben, aber ich spiele tatsächlich im Liegen aus gesundheitlichen Gründen. Kann ich das dann eben auch dann lange Zeit? Ansonsten würde mir nach einer Stunde der Rücken und alles sowas von wehtun, dass der Rest des Tages für mich zu vergessen wäre. So. So, Spiel haben wir schon gespeichert. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. So. Zack. So, Johnny schreibt. Das Problem ist, dass das Fell zu, ich schätze mal, speziell ist oder so, oder spitz ist. Ja, das, ich habe ja auch so ein paar Felder, die so, so asymmetrisch sind, wo man natürlich so nicht so effektiv immer drüber fahren kann und arbeiten kann. So, wo war denn meine Hütte? Da hinten. Ich komme mir vor wie Jim Rockford in seinem Wohncontainer da, in seinem Wohnwagen. Da schlafen wir nochmal. So, Johnny, weil du ja zuguckst, kann ich dir ja mal die Sonderangebote zeigen, die jetzt gleich kommen. So, es ist ein neuer Tag. Wir haben den 3. Oktober. Wir haben einen, naja, Gülle-Mistwagen, glaube ich, ne? Ja. Ropa, ein Rübenzieher. Nicht schlecht. Ist aber nur das Schneidwerk dafür.
meine ich. Na, da fehlt nämlich dann noch was. So, Dalbo, mit der Walze kannst du Bodenschichten verbessern. Nicht schlecht. Also für mich ist das jetzt nichts, aber vielleicht ist ja für euch was dabei. So. Das erste, was ich jetzt mache, ist. Ja, hier ist ja schon was dazugekommen. Wunderbar. Leute, macht das voll. So. Wo ist jetzt mein Strautmann? Ich muss die BGA füttern. Da ist er. Strauti. Ja, genau, da fehlt das Hinterteil. Aber vielleicht ist das ja morgen zu kaufen, ne? So viel wie ich weiß, habe ich hier irgendwie sogar schon. Ich muss mal gucken. Da war so ein Sonderangebot, da konnte ich nicht die Finger von lassen. Jetzt steht die Maschine hier rum. Der Grimme Rexor Platium. Ich glaube, das ist ein Rübenzieher gewesen. Weil ich ja auch später in Zucker machen will. Genau, richtig schön, so ein großes Biest. Der hatte mich 200.000 gekostet. Meine ich. Und hier, Leute, nur damit ihr seht, minus 2,1 Millionen. So. Da habe ich noch viel zu ackern. Und ab zu meinem Mäuschen. Oh, du magst solche Vollernte. Jo, ich auch. Ich hatte letztens aber auch das komplette Gerät für den Traktor. Also das hat auch gut funktioniert. Aber der konnte nur ganz wenig Rüben im Korb aufnehmen. Und dann musste ich die dann immer so alle halbe Bahnen rausschmeißen. Da habe ich dann große Haufen gehabt. Und da musste ich die dann natürlich später alle mit der Schaufel in Hänger hinein transportieren, also immer reinschaufeln. Das war viel Arbeit. Da ist man den ganzen Winter mit beschäftigt. Da habe ich mir gesagt, das mache ich nicht mehr so. So, I. Wunderbar. Also Leute, kauft euch, wenn ihr das Geld irgendwann habt oder so ein Sonderangebot war, diese Ropa-Maus. Ganz klasses, tolles Gerät. Der ist mindestens viermal, wenn nicht sogar, ach, ich glaube fünfmal schneller als die Förderbänder. Und er ist einfach zu handhaben. Man braucht nicht groß mit den Förderbändern dann immer ausrichten und alles. Also da spart man ganz viel Zeit. So sieht er von innen aus. Mein Mäuschen. Hier hinten rechts, das ist wohl dann nur so eine Art Ausgleichsgewicht. So, fertig. So schnell geht das.
So, die erste BGA gefüllt. Und die zweite folgt sogleich. Also ich habe mich hier schon so an meine BGA so richtig gewöhnt. Die macht mir richtig Spaß so, vom Platz her und alles. Ich muss das nur noch ein bisschen mehr ausbauen, Stück für Stück. Ich habe ja nicht so viel Geld, aber ich habe mir da schon Türmchen da hinten hingebaut, eine schöne Mauer, ein Haus. Also da hinten, diese Hütte da hinten, wo ich immer schlafe, das ist ja nur so eine Art für meine Arbeiter und Angestellte und für mich so als kleines Büro direkt hier eben drauf, ne, um was abzufertigen. Aber richtig wohnen tue ich ja da hinten in dem Haus da. Das habe ich mir schön renoviert, wieder so, dass man da richtig schön wohnen kann. So, ich merke aber auch, meine Stimme ist gleich weg. Wenn die Europa gleich arbeitet, werde ich erst mal was trinken. So, Mäuschen. So, auch mal eben was trinken. So, wieder da. Ah, er arbeitet noch schön. Nachschub. Ja, es gibt manchmal Zeitpunkte, da wird man richtig müde. Eintönige Arbeit hier. Und fertig. Ah, da kommt der Johnny. Hallo Johnny. Du streichst hier über mein Land. So.
So. Jo. Ja, aber gerne. Hallo, willkommen, Bulli. Du kannst gerne auf den Server kommen. Das gibt für mich eine Zwangspause. Ich werde den Strautmann auch wieder so wegstellen, dass der euch hier nicht stört. Weil ihr könnt mich gerne weiter anliefern mit Gras, ne? So. Jojo. Kann ich direkt wieder Richtung Rasenmäher rennen? Meine Krönung der Krone. Oh ja, da kommt er. Oh, hat ja keiner gesehen, ne? Ich glaube, ich muss schon bald Feierabend machen. So. Und nun, meine Damen und Herren, wir fahren über die Joe-Brücke. Wir können sie auch Friedhofsbrücke nennen, weil ja so mein Hof heißt. Ich hoffe nicht, dass da einer an was anderes denkt, außer dass man da ordentlich drüber fährt über eine Friedhofsbrücke. Da hinten ist ein schöner Acker, den meine Nachbarn gerade bereiten oder bestellen, sagt man ja genau. Der Acker wird bestellt. Boah, stellt euch mal vor, ich müsste hiervon alles Silageballen machen. Ich glaube, ich würde jetzt schon sterben. Ich könnte meinen Arm jetzt schon eingipsen wegen Sehnscheidentzündung. Nee, da habe ich keine Lust zu. Nee. Da fahre ich doch lieber mit dem Stroudmann. Ich schätze mal, hier bei diesen geraden Spuren könnte ich den sogar auf Automatik fahren lassen. Das müsste ich mal ausprobieren. Ah, hier, da ist ja dieser kleine Streifen, der sich so gut wie gar nicht lohnt. Aber so ein pingeliger Mensch wie ich, der kann er einfach nicht lassen. Wieso hat der Bulli zum größten Teil 15 FPS? Ja, damit du zwischendurch auch noch Kaffee trinken kannst, ne? Also zurzeit hier der Streaming, der läuft einwandfrei, ohne Verluste. Ich habe 30 Frames. Es ist ja so, erklärt noch für alle zusammen so ein bisschen, wenn wir jetzt mit mehreren Leuten auf so einem Server sind, da kann natürlich sein, dass auch einer davon vielleicht gerade das Pech hat,
eine schlechte Verbindung zu haben. Ja, was ja nicht an ihnen selber liegt, sondern irgendwo unterwegs in den Weiten des Internetzes. Internetnetzes, ja. Und dann muss das natürlich synchronisiert werden mit uns allen. Und da kann einer richtig Pech haben. Oder es ist in seinem Haus. Zum Beispiel, wenn jetzt viele Leute, Studenten oder was weiß ich, noch in dem Haus wohnen und die sind gerade alle so richtig schön am Zocken, so wie wir, dann wird die Hausleitung nicht mehr reichen, um vielleicht schnell genug alles an den Computer zu vermitteln. Jo. Wie kriegen wir denn hier jetzt eine Gerade rein? Am besten, ich fahre ja erstmal einmal rum. Per Hand. Da, 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 ne, macht ja richtig Spaß hier. Das war gerade die automatische Speicherung, die uns alle 14 Minuten einmal grüßt und auffällt. Vielen Dank. Grüße zurück. So, er hat keinen Zugang mehr zu diesem Lande. So ist das. Naja, da sieht man auch so richtig schön noch Reste vom letzten Mal, wo ich einfach keinen Zugang habe. Und ich bin mir sicher, dass diese ganzen Grasfetzen, diese ganzen Schwaden da alle mir gehören. Alle. Alles meins. Denn wenn ich was mähen kann, dann ist das auch meins, denke ich mir mal so. So, Bäumchen. Und trotzdem fahre ich hier immer gerne zweimal, wenn nicht sogar dreimal, obwohl das ist nicht nötig, ne? Ja doch, der legt sonst auf dem fremden Grund wieder irgendwelche Schwaden an. Nee, nee. Dann ziehe ich das hier doch besser einmal nochmal durch. Ach, es wäre schön, wenn ich gleich auf Automatik stellen könnte. Warum fährst du jetzt so krumm hier?
da war ich doch letztens noch am Überlegen, soll ich die abreißen oder nicht? Absägen oder nicht? Aber da war mir das da einfach zu viel Arbeit. So, hier haben wir doch schon mal eine gute Voraussetzung. Unser Satellitenprogramm oder unser Leitsystem einzuschalten. Und vermute ich auch wieder einen Schluck zu trinken. So. Ach, hat das schon wieder nicht gepackt hier, wa? Muss mal wieder nachhelfen. Pfeiltasten oben, unten und String. Womit drehen wir dich? Das sieht doch recht vernünftig aus. So. Und gib Gummi. Genau. Ich wollte gucken, was die Kollegen so machen. Ah, da wird weiter schön gepflügt. Der andere. Wo ist der Gras? Der Bulli? Nein. Wo ist denn der Bulli? Ah, hier unten. Ach, das Gras sammelt er gerade ein. Wunderbar. Zurück. Genau rechtzeitig. So. Jojohiti. Dieser blöde Bogen da drin. Jo. Da ist der Bulli fleißig. Alle fleißig. Macht denn der Tobi auch was? Nö. Da ist nichts los. Ja, das war ja auch so eine Überlegung, warum ich alles in so einem Strang geholt habe. Und zwar wegen den Grundstücksverhältnissen. Das ist ja dieses Problem hier im Spiel, dass plötzlich an der Mitte der Straße oder wenn man Pech hat, sogar noch über die Straße hinaus einem selber oder dem anderen das Land gehört. So, und dann ist das wie der Fall, dann mäht man die ganzen Schwaben und dann kann man das nicht einsammeln, weil es einem nicht gehört. So, wenn mir aber die Grundstücke nebeneinander alle gehören, dann kann ich das auch ordentlich einsammeln. Und das ist auch so ein Grund gewesen, warum ich das alles so hier hintereinander gekauft habe. Und zur Straße hin, da kann man ja so machen, dass man dann eben parallel direkt arbeitet und mäht. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich getrunken habe. Prost. Jojo. Fünfunddreißig. Ja, mal gucken, wie weit ich jetzt noch komme.
Naja, ich bin ja eigentlich kein Freund hier, die Fitzel am Schluss zu machen. Auch da hätte ich den schon durchziehen können. Naja. Jo, alles klar. Petra Trollala. Und im Kreise einmal gedreht, ne? Jojo, da fahr mal gut voraus. Fährst du nicht auch zu schnell? Jojo. Was haben wir denn jetzt hier mit den Sonderangeboten? Wurde hier was gekauft? Ich glaube nicht, ne? Ach, Mann, Johnny. Kannst du mir davon mal bitte so irgendwie 5, 6 abgeben? Ja? Weil bei mir im Zimmer, da sind irgendwie nur so 21 Grad, 22 maximal. Und ich habe schon gerne so meine 23, 24 Grad. Und das wird dann gegen Abend und über Nacht richtig kühl hier, sodass ich dann morgens nur so um die 18, 19 Grad habe. Das ist für einen, der nicht viel in Bewegung ist. Ein bisschen unangenehm. Die Heizung ist nämlich schon lange, lange aus hier. Habe ich leider keinen Einfluss drauf, aber der Vermieter, der sagt, das ist eine neue Heizung und da ist alles richtig eingestellt und da müssen jetzt alle im Haus mit klarkommen. Basta. Gut, jetzt ist ja die Russland-Krise. Ist okay. Ne,
Aber wo sie nicht war, war das auch so letztes Jahr. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, woher du so richtig kommst, aber bei uns ist es ja hier, ich sag mal, draußen auch nur so um die 20, 22 Grad. Wir haben den ganzen Tag bewölkt gehabt, auch zwischendurch immer mal ein paar Schauer. Es war also wirklich kein schönes Wetter. Auf der anderen Seite brauchen ja gerade die Pflanzen sehr viel Wasser und ich sag mal, für die Bauern ist das natürlich heute ein guter Tag gewesen. Vor allen Dingen, dass auch kein Platzregen oder so da war, sondern dass das so schön kontinuierlich immer mal so ein bisschen leicht geregnet hat und somit das Wasser auch vom Boden aufgesaugt werden konnte. Einen wunderschönen guten Abend, Kamui. Dankeschön. Ne? Ebenfalls und dir auch. So, da haben wir gleich noch einige Bahnen zu machen. Aber wie ich ja denke, wird zum Winter hin so und so, dass die Wiese nicht mehr richtig erntereif. Ich meine, erntereif schon, aber nicht zum höchsten Grad. Und da ist eben das Problem dann, wo ich sage, dann ist das vermutlich das letzte Mal mit dem Mähen in diesem Jahr. Mal schauen. So. Der Johnny meint, Vormittag ging das so, aber am Nachmittag und Abend scheint bei mir die volle Sonne rein und ja, das Zimmer wird immer wärmer. Ja, daran könnte es auch liegen. Würde ich jetzt da hinten zur Straße mich aufhalten, ja, und dort mein Zimmer und Bett und Computer und so haben, dann hätte ich das genauso wie du. Zwar nicht mit den 34 Grad, aber dann wäre es auf jeden Fall wärmer. Ich habe hier früh morgens die Sonne, ne, für so 4 Stunden. Ja, und ich sag mal, wenn jetzt demnächst wieder so draußen 30, 35 Grad werden, da bin ich froh, dass ich das hier habe und nicht auf der anderen Seite. Gut, so. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, vielen Dank für das Zuschauen. Und ich werde jetzt diesen Stream beenden und sage dann mal bis morgen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und eine schöne Freizeitgestaltung. Auf Wiedersehen.